Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und zwar heute wieder die Prozente-Challenge mit dem lieben Thomas von Kanal Playageddon. Willst du dich... Hi. Okay. Und zwar an meine Zuschauer, wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt abchecken. In der Beschreibung ist sein Kanal verlinkt. Und wie schon gesagt, wir machen heute die Prozente-Challenge. Willst du vielleicht was zu der Truppenkombination sagen? Ja, also die Truppenkombination Only Magier. Und die Helden können wir auch benutzen, nur ich habe die Arschkarte gezogen, da mein Barbarenkönig gerade im Ausbau ist. Genau. Und in der Clanburg haben wir beide auch noch 5 Magier und wie schon gesagt, unsere Armeelager sind auch voll mit Magiern. Und zwar haben wir eine kleine Regelabänderung gemacht und zwar, es war ja davor immer so, dass wir beide den ersten Rathaus Level 10er angreifen müssen. Da ich aber momentan auf 2600 Pokalen bin, haben wir gesagt, dass ich den ersten Rathaus Level 9er angreifen muss und der liebe Thomas den ersten Rathaus Level 10er. Ja. Und ich würde sagen, wir können auch schon direkt angreifen. Die Regeln sind ja klar. Yo, der weniger Prozent holt, der muss halt eine Bestrafung machen. Meine Bestrafung wird auch noch bald kommen, da habe ich mir schon was ausgedacht. Vielleicht klappt's, aber ich würde sagen, wollen wir jetzt die Gegnersuche starten? Ja, klar, können wir machen. Okay, mein Schild ist aktiv. Ja, meins nicht. Also wir können jetzt direkt anfangen, okay. Ist ja egal. 55 Magier plus 5. Also 60 ja. Magier und dann noch meine beiden Helden. Ich habe noch... ein Heilzauber, 2 Wutzauber und ein Sprungzauber. Was ist welche Zauber hast du? Ja, ich habe doch 3 Wutzauber und ein Sprungzauber. Okay. Ich hätte lieber einen Heilzauber mitnehmen sollen. Ja, bei den Magiern ist das dann schon relativ wichtig, weil... Ja. Ich denke, ich setze auch meine Magier ziemlich verteilt hin. Hast du schon Gegner gefunden? Oh, fuck. Hast du einen? Ich bin gefickt. Welchen Gegner hast du? So ein Rathaus Level 10er mit... Multi-Inferno-Türmen, oh. Einer auf 3, der andere auf 2. Ja. Aber es sind viele Gebäude außen. Vielleicht können wir hier was reißen. Alter, wie greift man mit so einer Truppenkombination an? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und ich habe auch meinen Gegner gefunden. Das Gute ist, seine X-Bögen sind leer. Okay. Ja, du hast Glück. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den angreifen soll. Einfach hier ein paar Wutzauber setzen, ey. Vielleicht glaub, hier noch die Queen hinterherlaufen lassen. Ich glaube, ich greife von oben an, setze meine beiden Helden erstmal hin. Dahinter dann die erste Welle Magier. Ja. Dann darauf ein Wutzauber. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, mein King zieht außenrum. Jetzt ein Heilzauber drauf. Okay, ah, fuck. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Los, bitte. Oh, geh doch nicht auf die Mauer. Ah. Meine Bogenschützenkönigin wollte wieder Mauerbrecher spielen. Ja, das ist, ja. Die ist immer besonders klug. Ja. Fuck. So, ah, Mann. Das sieht jetzt blöd aus. Bei mir sieht's eigentlich relativ gut aus. Also, ich sag's noch nicht. Ich sag noch nicht, was ich habe. Ja, ich auch noch nicht. Ich glaube, wir blenden auch am Ende einfach mal die Fights von den anderen ein. Ja, okay. Oder nee, wir machen's so. Die Leute von meinem Kanal, guckt unbedingt beim Playageddon vorbei. Da seht ihr dann seinen Fight. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja klar, und meine Player Gell und Hipsters da draußen, falls ihr Lenny Games noch nicht kennt, schaut doch mal vorbei. Genau, da seht ihr dann ja. Meinen Fight und beim Player Gell seht ihr seinen Fight. Und ja, ich werde nicht 3 Sterne kriegen, das kann ich schon mal sagen. Oh, wow. Du kriegst keine 3 Sterne. Ja, also mein großer Vorteil war, dass ich, dass die X-Bögen alle waren. Und dass die ganze Base ja, also auch nicht so war. Bei mir waren die X-Bögen voll, die Inferno-Türme waren voll. Ich lasse den Fight einfach mal zu Ende laufen. Ja, meiner ist schon längst zu Ende. Also ich glaube, 3 Sterne werden es nicht. Aber es ist mal ein Erfolgserlebnis. Mit dieser Truppenkombination habe ich, glaube ich, noch nicht oft angegriffen. Aber es war gut, dass halt... also das Problem war, dass mein King erstmal außenrum gelaufen ist, aber der Sprungzauber hat ihn dann so ein bisschen in die Mitte gezogen. Okay. Vielleicht werden es 3 Sterne, ich weiß es nicht. Ja, ich lasse nochmal die Wiederholung hier laufen. Ah, scheiße. Wenn jetzt... Ja. Oh, die dumme Queen geht nicht auf die Kanone. Boah. Naja, egal. Egal. Ich habe noch wenigstens 800 dunkles Elixier gezogen. Von den Ressourcen ja, her hat es sich nicht gelohnt. Geholt. Ja, von den Ressourcen hat sich auf gar keinen Fall gelohnt. Naja, bei mir in der Meisterliga bekommt man ja noch 100.000 Gold und 100.000 Elixier dazu. Ja. Also ich bin wirklich zu faul, auf Meister zu gehen. Ich will erstmal meine Verteidigung maxen. Also ich muss nur noch die Magiertürme hochmachen und die X-Bows, dann bin ich fertig. Und dann kann ich ruhig auf Pokale gehen. Ja, also willst du mir noch sagen, wie viel Prozent du geholt hast? Hä, irgendwie? Achso. Nee. Naja, ist egal. Also wie viel Prozent hast du geholt?
Warte. Was schätzt du? Weiß ich nicht, 30. Ja, 45. Ist doch okay. Ja, aber kein Stern, ne? Ja, ich habe 96% geholt. Oh, ja. Also wie gesagt, wenn ihr den Fail von PlayerGaden sehen wollt, dann guckt auf seinem Kanal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und Alter, ich habe so viel Elixier wegen dem Mist verbraucht. Ich auch. Ich habe sogar noch extra meine Sammler geboostet, weil ich gestern Abend nicht genug Elixier hatte. Naja, ich freue mich ja, schon auf die ganzen Bestrafungsideen. Schreibt ihr unbedingt unten in die Kommentare. Schreibt sie unten in die Kommentare. Wie machen wir das? Welche Bestrafung suchen wir uns dann aus? Die mit den meisten Likes, ja, die mit den meisten Likes. Also wenn ihr eine Bestrafung gut findet, die vorgeschlagen wurde, gibt... Macht euch 10.000 Accounts und gebt den Likes. Ja. Und ja, ich zeige euch nochmal ganz kurz meinen Angriff. Ich verschnelle den mal eben. Ja, lief relativ gut. Und wie gesagt, schreibt die Bestrafungsideen unten in die Kommentare. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da viele Bestrafungsideen finden. Wir haben letztes Mal sowas gelesen, wie zum Beispiel irgendwie alle Ressourcengebäude nach außen stellen. Aber sowas eher nicht, eher so eine Angriffsformation. Ja, das wäre geil. Ja, sowas ist halt besser, weil Die Prozente-Challenge geht ja auch nicht um irgendwelches Farmen. Es geht ja da um das reine Pokaljagen, um das reine Prozente holen. Und dann würden wir uns mehr über so Angriffsformationen freuen. Ja, und dann würde ich sagen, warst du schon im Großen und Ganzen für diese Folge? Oder willst du noch was sagen? Ich will nur sagen, wahrscheinlich werden jetzt welche kommen, die sagen, greift mit Only Hexen an, ey. Boah, das wird teuer. Ja, ja, sie haben ja mir letztes auch mal gesagt, dass ich mit Only Mauerbrecher angreifen soll. Das werde ich jetzt auch machen. Ja, okay. Und, ja, darauf könnte ich schon mal freuen. Ich grade hier, glaube ich, noch eine Mauer ab eben. Und ich denke, dass es das im Großen und Ganzen schon war. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Schaut beim PlayerGaden vorbei. Und von mir war's das. Ja, bis auch an meine Fans da draußen. Schaut mal bei Landy Games vorbei. Lasst ein Abo da. Und da würde ich sagen. Und einen Daumen nach oben da zum Support. Und dann würde ich sagen, war's das für dieses Video. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.